Geht's los? Ja. Jo, Glück auf und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Spin Tires mit 42 und Xane. Ahoi. Jo. Dann, Xane geht auch mal tanken und ich mache weiter Scouten. Ah, und ich habe direkt mal einfach durchs geradeausfahren den ersten Baum erwischt. Ah, schön. Ach, das kenne ich. Schön die ersten 125 Schaden, nachdem es gerade repariert war. Naja, wenn du Reparatur brauchst, kommst du einfach mal zu mir. Oder ich komm zu dir. Hättet ihr ja sowieso die ganze Zeit schon zur Hauptstraße vorfahren können, nur mal so nebenbei. Das, ja, eigentlich haben wir darauf gewartet, dass du herkommst. Ja, dann hättet ihr dort gewartet, kurz gewunken und ich wäre zur Tanke. Also. Au! Lass meinen Wagen ganz hier. Was soll das? Jetzt bleib ich hab stehen. Schon 130 Schaden. Ich habe auch 125. Aber komm, 130 war doch super für den Weg vorhin. Das ist so, was ist ich? Ja, Schaden habe ich auch gerade 10 von dir bekommen, Freundchen. Also. Das ist so ein Gelaber. Gucken, wie viel ich jetzt beim Rückwärtsfahren wegen der scheiß Kamerasteuerung kriege. Ich glaube, das gibt ja auch so ein Achievement, wenn du mit einem. Ja, mehr als 500 kriegst. Haben wir schon mitgekriegt. Mit Ach so. Einem Mal. Ah, ja, ja, ich, das ja, haben wir schon kann geschafft. Gut sein, dass wir das schon haben. Guck mal, das ist ein Boom. Was ich auch interessant finde, das Achievement David gegen Goliath, wenn du mit dem Typ B einen Typ E abschleppen sollst. Ja, man soll auch irgendwo mal ein Fahrzeug mit gezogener Hand abschleppen. Das ist doch... Ja, ach so? Ja, gibt es auch. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, welches Fahrzeug das ist. Ja, ich warte noch auf die Fußgänger-Mod. Das gezogene Fahrzeug oder das Fahrzeug, was zieht? Das weiß ich nicht mehr genau. Warte, ich kann weil das nachgucken. Gezogene Fahrzeug kann nicht sein, weil das automatisch nämlich der Handbremse löst, sobald der Winde dran hängt. Das ginge dann praktisch nur im Multiplayer. Aber ich glaube, es kann sein. Oder war es hier mit Handbremse fahren? Drive a Type C Vehicle with a Parking Brake engaged for 300 meters and diff lock disengaged. Okay, nee, das war was anderes. Und dann ja mit dem Typ B den Typ E abschleppen. Ha. Ach hier, das mit dem 500 Schaden mit einem Treffer, das haben wir noch gar nicht, also ich zumindest nicht. Ach so, das ist auf mich aufgefahren wahrscheinlich. Completely damage a brand new Type A with a Type E. Ach so, das war's, ja genau, mit dem Massen-U-Ausschrotten, das sollte eigentlich leicht sein. Ja, ich glaube, das ist nicht so schwierig. Einmal fett dagegen fahren, dann hat sich das. Andersrum wäre es interessanter gewesen. Ja, ja, genau. So 1000 Schaden, ja, dauert dann halt ein bisschen. Immer vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, so, vorwärts, rückwärts. Ja. Aus weiter Entfernung zuschauen, wo ist der denn jetzt lang gefahren? Jetzt sehen wir ja. Einmal zur Hauptstraße kriegen wir hin. Aha, da leuchtet irgendwas. Setzt sich in den Bäumen. Interessant. Das sind die Leuchtpilze. Oder ist das die Sonne, die da durch die Bäume scheint? Super Mario Mod. Ganz seltsam. Das kann sein, dass es Sonne ist, aber die irgendwelche Blumen oder so leuchten hier auch. Ja, aber das leuchtet, war sehr hell am Leuchten und sehr punktuell vor allem. Aber egal. Es wird vielleicht die Sonne sein oder du siehst meine Zusatzbeleuchtung. Das kann, ja, das, ja gut, jetzt, wo ich sehe, wo du herfährst, ja. Fährst du gerade zum Holz oder? Nee, ich tue Scout nicht, du lässt einen LKW freischalten. Welchen denn? Aber der kann. Warte mal, der ist beim Holz, ja klar. Ja, okay. Also folge ich dir mal. Dann fahre ich Richtung Holz. Die Wassergruben sollten für dich eigentlich kein Problem sein. Ja, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die aussehen. Durch den Überhang hat man hier manchmal eher das Problem, dass man hängen bleibt vorne. Das ist hier im Spiel eher seltener Fall, weil... Na, da bin ich mir nicht so sicher. Da haben wir andere Erfahrungen mitgemacht. Also vorhin, als ich den Berg runtergefahren bin, da durch diese Kuhle, das war eine dumme Idee. Ja, gut, wenn er nur direkt mit der kompletten Schnauze einspickt, dann ist klar. Ja, das meinte ich ja. Warte mal, ich mach mal Papa-Rufen. Papalapap, während der Aufnahme liegt man das Handy sonst wohin. Weiße Nachrichten, ja. Ihr könnt ruhig weiter aufnehmen. Das ist aber sehr beruhigend. So. Auf kürzester Strecke wohnen. Und da rätseln wir. Wer erkennt nur die Nummer eines Menschen, der im Erzgebirge wohnt? Das kann noch nur ein weiterer Erzgebirgler sein. Vielleicht einer aus dem Vogtlandkreis? Die haben noch eine komischere Sprache.
Also falls man das mal Sprache nennen möchte auf dem Niveau. Ich hab dich nicht angerufen. Ich schwable. Das war der Uwe. Du hast mich angerufen. Telefonmitschnitt, jawohl. Doch. Herzlich willkommen. Du hast mich gerade eben angerufen. Das war die Selbstmord-Hotline. Guten Tag. Gucken wir mal, ob gleich noch ein Name fällt. Das ist die Freundin, das hört man sofort. Ja, ist auf jeden Fall eine weibliche Person. Ich hab dich nicht angerufen. Oder eine sehr weibliche, männliche Person. Und mindestens eine verwirrte Person. Ja, wir machen gerade Aufnahme. Wir machen gerade Aufnahme. Warum? Ich glaube nicht, dass man dich hört. Nö. Aber man könnte mein zusammenhangsloses Gelaber hören. Nee, wir hören dich nicht, keine Sorge. Nein. Liebe Zuschauer, für den Fall, dass wir jetzt ein kleines Mitschnittgehörgespräch haben, dann müssten wir die Folge ab 18 freigeben. Tut mir leid. Kommt auf das Gespräch an. Ja. Ach so, warum? Es ist am Telefon und er redet mit seiner Freundin. Wir müssen mit Exzessen rechnen. Es ist am Telefon, ja. Also am Volksempfänger. Der Volksempfänger war ja eigentlich was anderes. Ja, aber im Erzgebirge dauert das immer etwas länger. Naja, die Unterschiede. Brauchst du doch mal. Fragst du doch mal. Dreier, Vierer, meinetwegen. Worum geht's? Ja, richtig toll. Ah, scheiße, eine Hängestelle zwischen den Achsen. Ja, das ist too much information. Das war jetzt auch so. Bis später. Tschüss. Ah, sehr schön. Liebe Grüße. So. Liebe Grüße an deine Freundin. Ja, sag ihr, wir sind auch bald da. Ja, Dämmer. Was ist denn das hier für eine Fallstrecke, Sogo? Okay. Drei Bäume, die umgefällt sind, markieren die Strecke oder UWAP, sag ich schon vor, die ist vor mir. Genau. Oder sie markieren UWAP, genau. Die Strecke oder UWAP, manchmal sogar beides. Hier war UWAP, bitte eine Trollzeichnung einfügen. So. Ja. Ist dreimal um Bäume drum herum gefahren? Was ist denn das für eine Markierung? Ey, so Wahnsinn. Ja, wo seid ihr gerade? Im Wald. Also, ja gut. Du stellst gerade fest, dass das keine gute Idee war, diesen Weg zu nehmen? Nee, du mit deinem Typ ja gut, du könntest ein bisschen Platzprobleme kriegen, aber du solltest durch. Ich kann hier nirgendwo mehr wenden. Wir fahren da jetzt durch, vollkommen egal, was da kommt. Und wenn es in zwei Tagen... Ich häng gerade auf drei Steinen fest. Ich häng gerade auf drei verdammten Steinen fest. Ach, ich sehe, das links rumgefahren. Ich bin hier bei irgendeiner Holzausgabe, wenn ich das richtig sehe. Was? War da direkt die Holzausgabe? Ja, ich bin schon weiter als ihr, stelle ich gerade fest. Kann man nicht so schnell. Ja, ich habe gerade gesehen, wie du an mir vorbeigefahren bist. Was? Du warst hier? Ja, ich bin von links da hochgefahren. Du hast halt nicht gesehen, weil es dunkel ist. Wo soll man denn hier Platz probieren? Ach ja, ich muss ja das Licht ausmachen, um was zu sehen, habe ich ganz vergessen. Ja, genau, das ist das Problem hier. Das finde ich auch so ein bisschen unsinnig. Was haben wir denn hier? Typ C6522, interessant. Ach komm, jetzt bin ich an einem Stein hängen geblieben, das gibt's doch gar nicht. Unlockst du den schon mal? Ja, habe ich gerade. Achso, mir wurden nicht angezeigt. Ja, die Fahrzeuge, die unlockt werden, die werden nicht angezeigt. Achso. So, nur, also können wir jetzt alles hier mitnehmen. Ach nee, die muss ja jeder selber unlocken. Ja, richtig, das ist ja der Punkt. Oh, ja, so ein Mist, ich dachte, ich kann am Start stehen bleiben und warten, bis sie alles macht. Ne? Okay, den Typ C, den nehme ich jetzt gleich mal in Schlepptau. Schlepptau, gut. Da fahre ich jetzt gleich mal zur nächsten Werkstatt rüber. Weil der hat nämlich so einen schönen Werkstattauflieger. Aber wenn ich jetzt anfange mit dem hier durchs Gelände zu fahren, dann weiß ich, wo das enden wird. So, was kann hier drauf? Mittellanges, Abi? Ja, mittleres. Mittellange Sterne drauf fahren. Achso, das sind die mit dem Kran. Ja, dann hintergehen, meinetwegen. Ich vermisse meinen Kran, damit konnte man noch ernsthaft. Ich versuche nicht zu der Stammausgabe gehen. Ja, aber. Vor allem, was ich auch sehr interessant finde, das haben wir in irgendeiner der Folgen mal ausprobiert, weil wir das falsche Fahrzeug genommen haben. Du kannst mit dem, wenn du zwei Typ C hast, auf dem einen einen Kran hast und auf dem anderen halt keinen Kran montieren kannst, sondern nur eine Holzaufladefläche hast, dann kannst du mit dem Fahrzeug, wo der Kran drauf ist, das Holz über das Fahrzeug hinweg auf das andere laden. Und das funktioniert. So ist es eigentlich auch gedacht. Hast du dir den Trailer von Spin Tires mal angeguckt? Nein. Es gibt einen Trailer dazu? Ja klar. Oder ich kenne ihn nicht. Auf der Steam-Seite. Bio, fährst du gerade durch Wasser oder ist das Straße? Da muss ich mal dabei sein. Ich fahr durch Wasser. Super, das habe ich mir gedacht. Wo ist denn das Ziel? Nee. Fahr erstmal da raus, bitte. Ja, deswegen gucke ich gerade überhaupt. Links rum oder rechts rum oder?
Ich sehe, du dürftest jetzt eigentlich noch bessere Chancen haben, überall durchzukommen, weil du hast jetzt Ladung hinten drauf und dadurch kriegt der LKW erstmal richtig Anpressdruck auf der hinteren Achsen. Ja, ja, nur du müsstest dann die ganzen Verdeckungen unterwegs mal mitnehmen und so, ne? Ja, ich war schon. Ich jetzt eher nicht so. So, jetzt muss ich hier wieder rausdrehen, ne? Das kann jetzt lustig werden. Und das mit der schönen Kamera. Also ich fahr gerade zwei LKWs auf einmal. Das ist auch geil. Ja gut, wie man das eben so macht bei euch. Also ja, das ist übliche halt. Erzgebirge ticken die Uhren eben anders. Da sitzt noch ein Kuckuck drin. Da muss man... Was ich natürlich ein bisschen schade finde, ist, dass man hier keinen Rückfahrscheinwerfer hat. Ja. Ja, kommt mir da schon entgegen. Wäre vielleicht noch hilfreich. Hör auf, dich zu bewegen da vorne. Mach die Straße frei. Geh weg. Kann man denn hier keinen Kollisionsmodus einfügen? Also einen, der wirklich generell funktioniert? Und nicht diesen... Jetzt kommt der rückwärts rein. Hast du mich verstanden? Ja, fahr mal links an mir vorbei, das wird auch wohl passen. Ja, da ist aber ein Auto vor dir. Also wäre es nicht schlecht, wenn du mal 3 Meter weiter fährst nach hinten. Ja, dann fahr doch... Stammausgabe da hängen bleiben. Es geht nur darum, dass ich hier rückwärts reinfahre, damit ich vorwärts wieder rauskomme. Nee, du musst noch weiter. Ich komme nicht durch, ich hänge schon auf den Stämmen neben mir. Warte, stopp. Halt schon, jetzt kannst du. Ja, jetzt muss ich eh einlenken und weiterfahren, ist auch egal. Und nach Bayo folgen wir jetzt mal dem Flussverlauf. Oh Gott, das liegt. Du weißt, dass das Schöne mit dem Typ E ist, wir müssen nicht den dämlichen Anhänger ausrichten. Ja. Das ist, ist ein nicht ganz zu unterschätzender Vorteil. Es ist anstrengend. ich glaube, der Typ C ist irgendwie beschädigt. Wie viel Schaden hast du denn so? 700 oder? Also den ich abschleppe, 459 Schaden hat der. Ach ja, so ein bisschen. Ach mein Gott, das ist doch noch kein Schaden, ehrlich. Da ist ja doch, erst ein kleiner Lackkratzer da. Da gehen wir noch das Holz mitholen. Beim Orangen aber nicht. Ja, von mir aus auch die Ladung. Bier, was auch immer. Wir brauchen Wodka. Was, Bier? Ja. Matroschka-Puppen. Ist mir völlig wurscht. Hauptsache, es wird was transportiert in diesem Spiel. Ich meine, hier stellt doch auch niemand die Frage, warum wir überhaupt im Wald die ganze Zeit Holz von A nach B transportieren, oder? Warum? Das macht doch auch keinen Sinn, wenn man mal darüber nachdenkt. Ich sag mal so, das wird hauptsächlich in Sibirien gemacht. Ja, aber warum nicht das Äußere vom Wald zuerst, wenn sowieso der ganze Wald gerodet wird? Da muss man auch nicht durch den Wald fahren dann. Ja, die Frage ist eher, warum, wenn man außen anfangen würde, warum fällt man die Dinger dann nicht so, dass man mit dem Auto drüber fahren kann und nicht die ganzen Bäume, also die restlichen Baumstämme oder Baumstümpfe dann im Fahrwerk hängen hat? Zum Beispiel. Das ist eher die Frage, weil das merkt man an den Verladestellen immer. Man könnte da super herfahren, wenn die Bäume wirklich weg wären. Mein Herz. Was ist nicht schon wieder los? Was nicht kennt, oder was? Nein, nur diese Strecke fing auf einmal an, sehr schräg zu werden, aus nicht erfindlichen Gründen. Ach, warte mal. Okay. Also ich habe schon 90 bis 95 Grad Winkel wieder umgedreht, das ist nicht das Problem. Und mit Kran sowieso, also. Der Kran ist die Macht. Mit Kran winde ich hier alles nochmal raus. Ich sollte die besten Winde-Momente im Speedrun oder so zeigen, also das einzige 50% Problem, der Aufnahmen wahrscheinlich. Ja, das einzige Problem, was man mit dem Kran nicht lösen kann, sind Steine, die im Fahrwerk festhängen. Ja. Die sind meistens der Endgegner, wenn du keine Windpunkte hast. Und deswegen hätte ich gern Tachometer. Ich fahre gerade mit 1 Meter pro Sekunde hier hoch. Oder pro Stunde, je nachdem. Also beim Typ E wirst du nicht sehr viel schneller als wie 25 kommen. Weil der wirklich nur 3 Gänge hat und die Übersetzung ist wirklich so auf Kraft ausgelegt. Gänge? Aber hier, das wo ich gerade durchfahre, das ist ein recyceltes Levelstück aus dem Küstenlevel. Ja, das Gefühl habe ich jetzt schon ein, zwei Mal. Komplettes, recyceltes Levelstück. Wo muss ich denn jetzt lang? Handbremse. Dankeschön. So, ich entferne auch schon mal eine Verdeckung. Ich bin also hier, aha. Gucken wir mal, wie es gleich läuft. Da bin ich echt gespannt. Wasser, nee. Oh, na. Das, boah. Ach komm, hier ist der Typ eh. Die Karte war das. Hier stand noch einer rum. Genau, okay. Ich wusste nämlich, bei irgendeiner Karte gab es auch noch einen Typ E. Ich wusste nur nicht mal, welcher das war. Das war ja bei Küste am Anfang geil. Da hattest du bei Küste ja alle Autos. Also alle Fahrzeuge. Okay, dann war es vielleicht das. Bringt uns das was zu der Werkstatt erst noch zu fahren, oder? Nicht wirklich, ne? Kommt drauf an, wie dein Treibstoff und dein Schaden aussieht. Kraftstoff 583 Liter, aber Schaden 144. Und bis da hoch habe ich bestimmt. Wenn ihr an der Werkstatt vorbeikommt, ich würde generell über die Werkstatt fahren. Ja, das dachte ich mir nämlich auch gerade wegen der Strecke.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir kommen mehr oder weniger ohnehin an der Werkstatt vorbei. Plus minus, da müsste ich hier durchs Wasser oder. Na, da drüben ist noch mehr, wo du gerade lang fährst. Also insofern, zack, zack. Und dann beeilen, weil 40 ist mir schon auf den Fersen, habe ich so gefühlt. Ja, ist naja, was heißt auf den Fersen? Die Fersen sind noch etwas in Entfernung, sage ich jetzt mal. Und jetzt wieder Vollgas, Giovanni! Mit dem Papamobil! Die vollen 5 Kilometer pro Stunde! Im dritten Gang, ja. Von 3. Wow. Das Schöne am Wasser ist, man weiß gar nicht vorher, ob man jetzt gleich schräg liegen wird oder nicht. Ich glaube, wir sollten uns wirklich mal überlegen, vielleicht doch noch Mod-Maps zu machen, weil so fix wie das jetzt mit die... Ja, ich... Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn ich so ehrlich bin, also... Ja. Ich habe glaube ich noch Need for Speed, gibt's da keinen Multiplayer-Modus oder so? Nee, jetzt es gibt Need for Speed World. Oder Origin oder so. Ah, das funktioniert doch gar nicht. Ich dachte, das haben sie mittlerweile eingestellt. Echt? Ja, ich meine schon. Schade. Das war auch eins von Origin-Spielen, die ich hatte und keine Ahnung hatte, woher sie waren oder woher sie kamen. Wahrscheinlich irgendein Humble Bundle oder was weiß ich. Oh, dieser Fluss sieht auch gar nicht tief aus. Wow. Boah, das ist abschreckend. Nichts für schwache Nein. Güter. Ist auch gar nicht Weil, tief. So wie ich das hier sehe, ich bin noch nicht mal ansatzweise mit Scouten fertig. Das seid ihr schon wieder mit der Holzladung durch. Ja, gut, da kannst du sagen, mal sehen, wie du uns aufhältst hier. Flaschenhalsprinzip, ne? Jetzt muss man auch sagen, es waren halt auch zwei Karten, bei denen jeweils immer nur ein Ziel war, weil bei den ganzen anderen vorher hatten wir immer mindestens zwei, hatten wir eigentlich immer zwei Ziele oder meistens zwei. Nein, das ist falsches Mal. Es ist eindeutig die Professionalität hier, ganz klar. Und vor allen Dingen hatten wir da immer nur Typ C, womit es ja dann nochmal ein bisschen hakeliger ist, diese mittleren Baumstämme zu transportieren. Ja. Womit wir so oder oft umgekippt sind. Das. Und wir wussten nicht, dass man die Anhänger einziehen kann. Ja, nee, das geht nur bei dem langen. Ja, wie gesagt, bei dem mittleren geht das nicht. Der mittlere ist kacke, das ist das Problem. Aber du hattest auch bei die Typ C mal, das haben sie auch entfernt. Beim Typ C konntest du auch langes Holz transportieren. Ja, habe ich mir eigentlich auch gedacht, dass das irgendwie Sinn machen würde, wenn du da einfach so einen langen Anhänger dran packst, aber irgendwie, nö. Ja, ich glaube, das wird aus Realitätsgründen sein, weil du hast ja im Gelände andere Anhängemassen als wie auf der Straße. Ja, das stimmt. Also ich glaube, bei es gibt ja solche Schwerlastzugmaschinen, die haben zum Beispiel 100 Tonnen Anhängelast auf der Straße, allerdings nur 15 Tonnen Anhängelast im schweren Gelände. Das ist eben halt das Problem, alles was im Gelände... Ja, da hast du halt auch nicht so viel, manchmal nicht so viel Haftung mit der Standardkonfiguration, je nachdem was du erfährst. Ja, das ist eben halt das Problem, bei Anpressdruck macht sich da alle. Ja. So. Und das ist, da haben die Russen auch, Anfang der 60er Jahre so diverse Sachen entwickelt, wie zum Beispiel Anhänger mit Achsantrieb. Wo du dann praktisch eben halt hinten am LKW noch eine Zapfwelle dran gehabt hast, die dann eben halt im Anhänger die Achsen eingetrieben hat. Ja. Nuklear. Das ist ja nicht die schlechteste Idee. Hast du dann quasi Allrad Plus. Ja. Oder richtiges Allrad. In dem Sinne. Ja. So, noch 3 Meter, noch 3 Meter, noch 3 Meter. Bio, fang jetzt ja nicht an rückwärts zu fahren. Bleib ja stehen, genau da, wo du bist. Doch unglaublich. Wo kommst du jetzt? Ach, Vollzeit! Aus dem Weg, ich kann nicht bremsen, ich habe Holz geladen, danke. So, da werde ich jetzt mal anfangen, hier nach und nach die Verdeckung zu entfernen. Ja, das müsste schon fertig sein hier, ne? Schadenbogen, ja, ist das nicht schön. So, Kraftstoff noch 504, das reicht jetzt noch bis zur Verdeckung da vorne. Super. Ne, wir fahren erstmal eine gerade Straße aus, das könnte klappen. Das war auch keine gute Wahl, hierher zu fahren. Oder? Wo bist du denn? Auch mal gucken, ob ich die Gummibäume umfahre. Ach ja. Ich habe schon die Hälfte umgefahren. Also, ich hab die andere Hälfte mitgenommen. Oh je, oh je. So, jetzt geht's nur noch gerade. Wieso wird das auf der Karte immer wie eine Strecke dargestellt? Mal bei, wo fährst du denn schon wieder? Ach komm. Ich habe die Verdeckung entfernt. Warte mal, Xen, könntest du mich vielleicht vorbeilassen? Du bist etwas langsamer mit deinem Typ E. Meinst du, dass er langsamer sein könnte? Ich fahr mal links ran, ist kein Thema. So, repariert. Ach, jetzt machen wir auch die Zusatz. Ich kann schon verstehen, im Erzgebirge, da gibt's nicht so viele Straßen. Da kann man schon mal aus Versehen falsch abbiegen, wenn es so gleich bei sowas kommt wie eine, ich weiß nicht, eine Abzweigung.
Man kennt das ja im großen Kreisverkehr. Der große Kreisverkehr der Gene, oder was? Ja, ich meine, wenn man sonst nur mit Zügen fährt, ne, da kann man nicht falsch abbiegen. Ja, danke. Das Leben in vollen Zügen genießen. Ich meine, er hält Erzgebirge Aue für eine Fußballmannschaft, insofern. So. Der Schaffner liegt in den letzten Zügen. Was? Der Kohlen. Der Schaffner liegt in den letzten Zügen. Ach so. Okay. Ja. Der, nun. Der hat sich an seinem eigenen Eierlikör berauscht. So. Ja. Den guten, den es im Bordbistro dann gibt für 10 Euro, das Pintchen. Ja. Bordbistro? Ja. Wir reden ja von Ostdeutschland. Ach, da kommst du in eine schöne Holzbrücke. Juhu. Ja, Leute, wenn ihr hier runterfahrt. Vollgas. Ich liebe sie. Vollgas. Vollgas. Ich bleib Vollgas und hoffen, ja. Und dann die Kameraperspektive. Ich bin jetzt schon schräg. Ja, dass du schräg bist, wissen wir. Guck mal, da sehen wir ihn sogar. Ja. Oh, das war... Dann wurde es zum Ende schon ein bisschen knapp. Wobei, ach, das ist ja noch einer von denen. Ach, das geht ja noch. Ja, ja nur, da geht's runter, ne? Also da möchtest du nicht runterfallen an der Stelle. Ja, die Dinger, die so ein bisschen einsinken, die finde ich auch sehr unsympathisch. Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass wir hier ständig das Holz transportieren und er hier sich in der Landschaft verfährt? Wenn du in der ersten Folge, die wir heute... Huch, was war das? Die Verwirrung. Das schon irgendwas auseinandergeflogen. So, also kann ich gerade... Wenn du in der ersten Folge aufgepasst hättest, hättest du gemerkt, dass er nur scouten wollte. Vor dir stehen bleiben. Ich stehe direkt vor dir. Nur mal so als... Ich sehe schon, dass du da stehst. Ich glaube, du musst aber mal... ich muss erstmal die Markierung setzen, deshalb. Ja, komm, folgst du dem Weg da nach rechts? Ja, weil vor mir ist da noch einer, der will da auch noch fahren, weißt du? Ja, dann soll er mal... Du weißt doch, der Erzgebirgler braucht immer etwas. Die Hufe schwingen, ja? Ach, das ich bin mit meinem... Wir haben einen neuen UWAP. Schneller als wir. So. Bio-WAP nennen würde ich dann. Bio-WAP. Oh Gott, jetzt muss ich noch ein Thumbnail für die von Bio-WAP. Ja, da müssen wir mal schauen, was brauche ich dann für den 40. Das 4 plus 2 Logo kann ich nicht nehmen. Du brauchst irgendwas Kreismäßiges. Bio, bei dir habe ich auch schon mal gedacht, du brauchst dringend ein neues Logo. Warum brauche ich was Kreismäßiges? Weil das so passt. Bio, machen wir noch irgendeinen gelben Kreis um sein Logo und der kriegt neues Biohazard-Symbol. Das ist zu kontrastreich da mit den vielen Punkten. Das kann man nicht richtig erkennen auf Thumbnails. Und dann passt das schon. Und Kreis ist außerdem immer gut. Es wirkt wie Marketing. Ein Kreis wirkt wie Marketing. Achso, ja, natürlich. Oh, da kommt ja jemand. Ach. So genau wollten wir das eigentlich nicht wissen. Ja, steckt man nicht drin manchmal, ne? Ja. Ist die Freundin wohl schon da? Ja, ja. Es wäre das schlimm, wenn wir das mitgehört hätten, ne? An der Stelle. Und aufgenommen hätten. Das wär dramatisch wäre das. Sag mal, Forti, erinnerst du dich noch an die Aufnahme, wo wir uns über die Zweitverwendung von gewissen Kautschukprodukten unterhalten haben? Ach so, ja. Ja, ich doch. Ich glaube, das wäre da. Doch nochmal. Ah, ja. Wegenswert. Also, jetzt können wir erstmal die Kurve hier rum. Wieso? Ich fahre einfach geradeaus. Ich wollte gerade sagen, fährt man halt geradeaus. Der Wald gibt es zuerst noch, wollen wir wetten? So, muss ich eigentlich mal markieren? Oh, vielleicht aber auch nicht. Warte mal, dann müssen wir kurz gucken, was die Winde hier macht. Ja, müssen wir nicht geradeaus? Ja, warte, ich muss nur kurz... Also das Ziel sollte... Wie viel wiegt der Wagen hier kleiner mal? Sein. Und der Wagen die Kiste? Ein paar Kilos. Ja, der Typ E, warte mal, da müsste irgendwas an den 30 Tonnen wiegen. Leergewicht. Ich muss sagen, das ist ein sehr stabiler Baum da vorne. Herzlichen Glückwunsch. Was der so alles Also eigentlich, wenn man es realistisch sieht, müsste man die meisten Bäume hier einfach umreißen können. Also die einen richtigen Stamm haben, jetzt vielleicht nicht gerade. Aber der Rest. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Das sind halt alles so komische Gummibäume, die dann zurückfedern und dir dabei Schaden geben. Zeit kann ich dem Hund mehr bilden, was Zeit. So, das Ziel ist übrigens gleich rechts von uns gewesen, muss man sagen. Ich wollte sagen, ich glaube, da muss ich jetzt mal rechts fahren. Schon vor längerem, ja. Das kennt man in Sachsen ja durchaus auch, dass man mal rechts abbiegt. Nee, das war Österreich mit dem Heider, weißt du? Das ist, du weißt der schon, Hofer dieser... Ja. Nee, ich meine Heider, das ist der Typ, der rechtsradikalen Vorsitzende da, der beim Überholen auf der Autobahn in einer Rechtskurve zu viel Gas gegeben hat. Das ist schon ein gewisses Maß an Ironie und dabei ums Leben gekommen ist. Ja, das kommt nicht so oft vor. Ich kann das nochmal für alle Zuschauer... Zu viel Gas geben. Ne? Auf einer Autobahn, da haben es Rechte ja mit, in einer Rechtskurve zu viel Gas gegeben. Soll ich das nochmal sagen? Man kann das aber gar nicht oft genug sagen.
wegen rechts und so, ne? Da war ja auch, Sachsen wäre wohl der Schandfleck von Deutschland. Und da habe ich jetzt auch so einen schönen Aufkleber auf meinem Moped drauf. We love Schandfleck. Wie gesagt, einfach nur mal um Flagge zu zeigen. Nun. Sag mal, 42, wo kommst du eigentlich her? Nicht aus Sachsen und nicht aus Leipzig. Also. Das erste schließt das zweite aus. Forti, aus dem Weg, ich muss abladen. Korrekt. Ach komm, da ist doch genug Platz da. Wenn ich die Füße Eigentlich auch aus einem Gebiet, in dem man durchaus seinen eigenen Dialekt spricht. nämlich NRW. Das gute Ruhrpottdeutsch. Man hat NRW in Man kennt es, man liebt es. Oh, 46 Minuten, das ist aber hier Bestzeit. Ach Mensch, ich hätte noch eine Verdeckung machen müssen. Ich habe zwei Fahrzeuge nicht freigeschaltet. Was waren das alle? Achso, der Typ E unten. Der Kamas und der Typ... Nee, warte mal. Der Typ E und der Typ B unten. Also den Typ E habe ich nicht freigeschaltet, weil ich nicht direkt dran vorbeigefahren bin. Und den Typ B habe ich auch nicht freigeschaltet, weil ja, es mir nicht sinnvoll erschien. 26 Minuten, wir legen hier Geschwindigkeitsrekord auf. Verbrauchter Kraftstoff 445 Liter. Zusammen oder einzeln? Ich habe 508, also sind wir einzeln. Ja, einzeln. Warte mal, du hast 500, da sind wir bei 900. Ich sehe, wie viel hast 492. Interessant, ja, dass du sind wir bei knapp 1300 Liter. Oder sagen wir mal 1500. Wenn wir die ganzen Spritpreise sind niedrig, geht schon. So in einer Dreiviertelstunde, ne? Das ist ja, macht man halt mal eben das so. Das holen die Bäume beim Verkauf problemlos wieder rein. Bin ich mir sicher. Ich sag's mal so, der Typ C, den ich jetzt fahre, der krass hier, da wird tatsächlich auf 75 Liter auf 100 Kilometer angegeben. Ja gut, ich meine im Gelände dann, oder was? Nee, auf der Straße bei Testbedingungen. Wenn du im Gelände knechten tust, kommst du auf 125 mindestens. Und mit Knechten haben wir Sachsens ja. So. Hey, ich habe alle Verdeckungen entfernt. Explore Planes. Sehr schön. Diese Musik. Das finde ich irgendwie lustig, diese Rockmusik steht irgendwie total im Kontrast zu dem Spiel. Eigentlich so russische Nationalhymne oder so wäre sehr passend gewesen. Ah nee, was war das? Vor die Schaden verursachen? Schafft es auch? Das Dumme ist nur, ich habe immer noch Schaden 0. Ich auch, lustigerweise. Wir haben alles erreicht, jetzt haben wir den Unlock Free Mode hier. Geh weg, Junge. Alles den Weg. Ja, gut, jetzt bleibt nur noch eine Karte, ne? Spielst du auf Verbindung beendet? Vulkan, ach Gott. Wie viel haben wir jetzt, wie viel Zeit haben wir schon? 28 Minuten? Ja. Okay, dann machen wir Pause, würde ich sagen. Genau, und dann einladen. Nächste Runde. Dann haben wir die allerletzte Karte hinter uns und ich kann endlich in den verdienten Ruhestand gehen. Gut, dann bis bald. Tschüss. Jo, ciao.